Moin, heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar zu einem ganz besonderen Schmuckstück. Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett ist in dieser wunderschönen Schmuckausgabe im Koppenrad Verlag erschienen, kostet 32 Euro neu, ist gebunden und sieht einfach wunderschön aus. Ja, dieser Kinderbuchklassiker befindet sich bei mir eigentlich schon in meinem Besitz, auch in einer schönen Ausgabe, aber das ist natürlich noch mal ein ganz anderer Kaliber. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage vielen lieben Dank dafür. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass dieses Buch bei mir eingetrudelt ist und die anderen Ausgaben der anderen Kinderbuchklassiker in derselben Reihe erschienen, sind schon länger auf meiner Wunschliste. Da gibt es zunächst Die Schöne und das Biest, Peter Pan, Dschungelbuch und auch ganz neu Die kleine Meerjungfrau und andere Märchen von Hans Christian Andersen, glaube ich. Ja, und der geheime Garten ist bei mir jetzt also wieder neu eingezogen und obwohl ich das Buch schon gelesen habe, wollte ich es natürlich auch in dieser Ausgabe nochmal lesen, vor allem weil das Buch nicht nur von außen so wunderschön aufgemacht ist, sondern auch innen wunderschön aufgemacht ist mit Illustrationen und zusätzlich mit kleinen Gimmicks, mit so kleinen interaktiven Aktionen für den Leser, ob das nun kleine Klappen sind oder kleine Scheibchen zum Drehen. Ich zeige euch gleich nochmal ein, zwei Sachen. Also da hat man sich auch ein bisschen kreativ ausgelebt und das fand ich wirklich sehr schön. Worum geht es eigentlich? Es geht hier um ein junges, kleines Mädchen namens Mary, die in Indien aufwächst und sie ist sehr verzogen. Sie ist zwar auch sehr einsam, weil ihre Eltern sich gar nicht um sie kümmern. Sie hat nur ein Kindermädchen und mehrere Diener, aber dadurch, dass sie wirklich alles bekommt, was sie sich wünscht und ja, keiner so richtig auf ihre Erziehung achtet, ist sie total verzogen, behandelt alle von oben herab. Und ist wirklich zu einem sehr unangenehmen Menschen geworden. Nun erkranken leider ihre Eltern und versterben an der Cholera, glaube ich. Und sie muss umziehen, und zwar nach England zu ihrem Onkel, der dort ein großes Herrenhaus hat mit einem großen Anwesen ringsherum, mit einem riesigen Garten. Mitten im Moor liegt das Gebiet und dort soll sie nun ihr ja, neues Zuhause finden. Das findet sie natürlich alles gar nicht gut. Vor allem, weil sie da keinen richtigen Diener hat. Es gibt zwar da auch eine Belegschaft, die ja ein Hausmädchen, das sich um die Zimmer kümmert und natürlich auch eine Köchin und die sich für ihr leibliches Wohl sorgt, aber sie hat auch da keinen oder niemanden, der sich direkt um sie kümmert und hier jetzt noch weniger niemanden, der sie bedient. Und da ist sie natürlich erstmal sehr sauer drüber. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass sie sich jetzt selbst anziehen muss. Aber sie muss jetzt selbstständig werden. Und ja, da sie da auch niemanden hat, der sie so richtig beaufsichtigt, muss sie auch ihren Tag ja, selbst durchplanen und schauen, was sie nun tut. Sie darf eigentlich nur in ihrem eigenen Zimmer bleiben oder halt rausgehen, aber die anderen Zimmer in diesem Haus, in diesem riesigen Haus mit Hunderten von Zimmern und Hunderten von Türen, sind für sie eigentlich tabu. Und im Garten hat sie eigentlich auch wenig zu tun. Sie hat eigentlich auch nichts am Hut mit der Natur und ist so ein ganz schmächtiges, dünnes, kränkliches Mädchen, was eigentlich nur im Haus immer verbracht hat, seine Zeit. Allerdings wird sie neugierig, weil immer im Gespräch ist, dass es einen verborgenen, einen geheimen Garten gibt, der ja, verschollen bzw. irgendwo versteckt ist in diesen Gärten ringsherum um das Haus. Und sie fängt an, diesen Garten zu suchen. Und dabei ja, hat sie immer mehr Bewegung, hat sie immer mehr Zeit in der Natur verbracht und man merkt so langsam, dass sie sich verändert. Auch, dass sie eben so ein bisschen selbstständiger sein muss und sie sich so ein bisschen mit dem Zimmermädchen halt anfreundet. Und schlussendlich gibt es auch noch im Haus ein großes Geheimnis, denn nachts hört sie oft komisches Seufzen und Stöhnen und auch da macht sie sich auf den Weg, dieses Geheimnis herauszufinden, weil sie lässt sich gar nichts verbieten und ist da sehr störrisch.
Und ja, trotz Verbot sucht sie halt einfach das Haus ab nach weiteren Geheimnissen. Ja, so viel zum Inhalt. Also es ist ja ein Kinderbuchklassiker, der mich damals schon sehr berührt hat. Aber ich muss sagen, beim zweiten Mal lesen hat es mir tatsächlich sogar noch besser gefallen, weil ich auch wusste, worauf ich mich einlasse. Weil ich glaube, damals habe ich vielleicht ein paar andere oder falsche Erwartungen gehabt. Und jetzt wusste ich, in welche Richtung es ungefähr geht. Ich hatte schon viele Details wieder vergessen, aber ich hatte halt keine Erwartungen, die irgendwie enttäuscht werden konnten. Und deswegen konnte ich mich so richtig drauf einlassen und dann gleichzeitig noch diese wunderschön, ja, diese wunderschöne Aufmachung des Buches genießen. Ich muss allerdings sagen, ich habe dieses Buch wirklich nur zu Hause gelesen und ganz vorsichtig angefasst. Es kam hier auch eingeschweißt an, also konnte dem Buch eigentlich nichts passieren. Dennoch ist es sehr, sehr anfällig. Es hat schon angestoßene Ecken, die schon weiß werden, als ob es irgendwo angeeckt wurde. Und die Bindung ist dadurch, dass es auch sehr schwer ist, weil halt eben die Seiten auch sehr hochwertiges Papier haben. Ja, habe ich das Gefühl, wenn man das jetzt öfter liest, dass es sehr, sehr schnell aus dem Leim geht oder sich verschiebt und gebraucht aussieht, obwohl ich wirklich sehr, sehr vorsichtig war. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass es nicht ein bisschen robuster gestaltet ist, aber es ist eben ein Schmuckstück, wo man ein bisschen drauf auf passen muss. Ja, jetzt möchte ich euch einmal das Innenleben zeigen. Zum einen hier einmal das Vorsatzpapier. Und was ich wirklich schön finde, ist, dass nicht nur, also es gibt nicht alle paar Seiten eine Illustration, sondern wirklich jede Seite ist irgendwie besonders, denn zum einen ist das Papier, also wo der normale Text drauf steht, nicht rein weiß, sondern hat so ein, könnt ihr wahrscheinlich ja, kaum sehen, aber so einen leicht grünlichen Stich. Und jedes Kapitel hat hier unten an den Seitenzahl, an der Seitenzahl eine andere Pflanze, eine andere Blüte, eine andere Blume. Und die Anfangsbuchstaben sind auch ja, schön verziert. Was ich sagen muss, ich bin jetzt gar nicht so sehr der Fan von diesem Zeichenstil. Also manchmal fand ich es ganz schön. Also hier seht ihr das mal so. Also jedes Kapitel beginnt auch mit so einem kleinen Zitat aus dem nächsten Kapitel und halt eben auch eine Illustration. Die mag ich noch ganz gerne, weil sie relativ detailliert ist. Aber ihr seht schon, das sind sehr, sehr knallige Farben. Habe ich auch nichts gegen. Aber die Farben sind sehr plakativ. Also in den Farben drin sind keine Farbverläufe. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, was ich daran jetzt nicht so, mich gar nicht so sehr anspricht, aber es ist auch immer unterschiedlich gewesen. Also manche fand ich dann auch wieder wunderschön. Aber ich möchte euch natürlich auch noch was von den Besonderheiten zeigen. Was zeige ich euch denn hier am besten mal? Hier zum Beispiel gibt es einen Brief, der innerhalb der Geschichte geschrieben wurde, und den Brief kann man auseinanderfalten und tatsächlich dann ja, in der Handschrift, also den kann man so auseinanderfalten, in der Handschrift denn des Verfassers lesen. Das finde ich total schön und ich glaube, mein liebstes Gimmick ist tatsächlich dieses hier. Da kann man hier die Drehscheibe so drehen und dann immer weiter drehen und die Blüte wächst und wächst. Die Rose wird immer größer in der Mitte, bis dann zum Schluss ja eine wunderschöne große Rose hier drin drauf steht, also zu sehen ist. Und man sieht hier die Sonne, man hier, sieht hier den Regen, wodurch halt ein Kreislauf entsteht und die ja, Wind und Mond und was auch immer. Jedenfalls ein Kreislauf entsteht, sodass die Pflanze wachsen kann. Ja, man sieht natürlich schon, in welche Richtung das Buch geht. Das Thema des Buches ist eben die Natur, die Heilkraft der Natur. Und es wird wirklich sehr detailliert darauf eingegangen, wie sie Pflanzen einsetzen. Und ja, ich mochte einfach sehr, sehr gerne in dieses Buch abtauchen, weil es eben so eine richtig schöne Atmosphäre hat, die einen wirklich selber auch gut getan hat. Und am liebsten würde man auch in diesem geheimen Garten sein
Und Mary fängt halt an, als sie den Garten dann irgendwann gefunden hat, ja, dieses Geheimnis zu wahren und ihn dann heimlich wieder aufzupeppen. Und gleichzeitig peppt der Garten sie halt auch auf. Und sie findet dann irgendwann Freunde und es geht um Tiere und es geht halt auch darum, wie jemand krank gemacht wird, indem ihm das eingeredet wurde, du bist krank. Und ja, im Gegensatz denn dazu, wenn man sich sagt, ich bin gesund, ich will leben, dass auch das einen heilen kann zu einem gewissen Grade. Und ja, diese Aussagen fand ich sehr, sehr schön. Es gibt halt hier eine Freundschaft, die entsteht zwischen zwei Kindern, die beide sehr, sehr verzogen sind. Und das hat auch irgendwie eine gewisse Komik, obwohl ich mir manchmal zwischendrin noch mehr gewünscht hätte, dass man diesen Kindern gesagt hätte, wie verzogen sie sind, obwohl das ist schon vorgekommen. Also es ist ein wirklich, wirklich schöner Kinderbuchklassiker, den ich allen ans Herz legen kann, der Natur und Tiere mag und irgendwie auch dieses, ja, tatsächlich diesen heilenden Gedanken von Natur. Und es hat auch noch diese, ich finde, gerade jetzt hat es auch zu unserer Zeit sehr, sehr viel an Belang gewonnen, weil wir halt viel drin sind und viel vor der Glotze hängen und viel auf unseren Handy schauen. Und dass man eigentlich auch gerade den Kindern immer mehr sagen muss, geht raus, hüpft, springt, bewegt euch und dann bekommt ihr auch Appetit, dann habt ihr Hunger, dann habt ihr Energie. Und genau das passiert halt hier auch drin mit den Kindern. Und es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen und es bringt einfach sehr viel Spaß. Und dann auch noch in dieser wunderschönen Ausgabe, die auch noch gelb eingefasst ist, was ja auch eine meiner Lieblingsfarben ist. Und ich finde auch, die Buchrücken sind wunderschön gestaltet. Und jetzt, wo ich das fertig gelesen habe, das Buch, und jetzt schon in meinem Regal stand, sieht einfach so, so schön aus. Hier auch mit dem Schlüssel und so und mit diesen Prägungen. Und das Rotkehlchen, was halt hier auch eine große Rolle spielt. Und ich finde es halt einfach auch eine tolle Atmosphäre in diesem Haus mit diesen vielen Räumen. Und ich konnte mir richtig drin ja, drüber nachdenken, dass ich das auch gerne hätte, so viele Geheimnisse in diesen Räumen zu finden. Und ich glaube, als ich das erste Mal gelesen habe, da hätte ich ein bisschen noch mehr Geheimnisse in diesem Haus gehabt, weil da einfach so viele Möglichkeiten wären. Es waren schon ein paar Geheimnisse, aber da hätten vielleicht noch ein paar mehr kommen können. Und das war damals, glaube ich, ein Kritikpunkt oder ein Wunsch, den ich noch an dieses Buch hätte. Aber es ist schon so okay, wie es ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dieses Schätzchen in mein Regal zu haben und ich werde diese Ausgaben auf jeden Fall weiterhin sammeln. Eigentlich möchte ich sie alle haben. Ich weiß gar nicht, was ich am meisten haben möchte. Aber sie stehen auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und ich glaube, das kann man sich sehr, sehr gut mal schenken lassen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ja, was sagt ihr denn zu diesen Ausgaben? Findet ihr die auch so wunderschön? Auch wenn ich jetzt nicht so der größte Fan von diesen Illustrationen selbst bin, finde ich die Aufmachung von außen und die Idee dahinter einfach toll. Und ja, mich würde interessieren, ob ihr vielleicht auch schon die eine oder andere Ausgabe davon habt. Und was ihr auch zum Inhalt des Buches sagt, vielleicht habt ihr jetzt ja Der geheime Garten nicht in dieser Ausgabe, sondern in einer anderen. Und ja, würde mich interessieren, was ihr dazu zu erzählen habt. Und ja, lasst mir das gerne mal in den Kommentaren da. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.